2 Jahre nach dem offiziellen Release gibt es das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance jetzt kostenlos im Epic Store für eine Woche. Allerdings sind da die DLCs nicht dabei. Ich frage deshalb Stefan Blieme, ihr kennt ihn vielleicht als Steinwallen auf YouTube, ob es sich lohnt, für die Erweiterungen Geld auszugeben und für wen dieses Rollenspiel überhaupt ein sehr interessantes Abenteuer sein könnte und warum er Spieler, die jetzt erst einsteigen, beneidet. Hallo Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Hallo Christian. Du hast Kingdom Come durchgespielt und natürlich auch die DLCs. Dann gib uns doch zuerst einmal einen Überblick. Welche DLCs gibt es überhaupt? Also es gibt 4 DLCs. Das erste, was rauskam, heißt From the Ashes. Das zweite, da muss ich jetzt mal den deutschen Namen nehmen, weil es ein bisschen kompliziert ist, die amorösen Abenteuer des kühnen Herrn Hans Capon. bisschen skurriler Renaissance-Titel. Das dritte DLC war Band of Bastards und das vierte, das letzte war A Woman's Lot, das Los einer Frau. Dann gehen wir also doch einfach mal in der Reihenfolge durch. Worum geht's da im Einzelnen? Ja, From the Ashes, das war das erste und da geht es darum, dass man im Laufe des Spiels eine Aufgabe bekommt, als Vogt ein Dorf wieder aufzubauen, das von Anfang an dort zerstört ist. Und man muss nach und nach mit Geld und Materialien, die man besorgen muss, entscheiden, welche Gebäude aufgebaut werden wieder müssen. Und dann ziehen da langsam die Bewohner ein. Und dann hat man aber auch Konflikte zu lösen. Man spielt so eine Art Ortsrichter und muss da zwischen verschiedenen Parteien Dinge klären, Urteile fällen und allerhand kleinere Probleme lösen. Die amorösen Abenteuer, das dreht sich voll um Hans Capon, eine wichtige Figur, die man kennenlernen wird, die auch, glaube ich, eine Lieblingsfigur von vielen Spielern ist. Der ist so ein bisschen umtriebig und liebt das weibliche Geschlecht. Und bei einer dieser amorösen Abenteuer kann man ihm dort helfen. Band of Bastards ist so ein bisschen das Gegenteil. Da geht es also nicht um die Liebe, sondern um den Kampf. Da ist man an der Seite von der Söldnergruppe und muss so eine andere Banditentruppe irgendwie bekämpfen. Also das ist kämpferisch eher orientiert. Und das Letzte, da dreht es sich um 2 Frauenfiguren, also Woman's Lot, das Los einer Frau. Einmal um Theresa, eine ganz wichtige Figur, die sehr schnell oder gleich am Anfang eigentlich bis zum Ende eine Rolle spielt. Da erleben wir das Schicksal dieser Theresa nochmal aus einer anderen Perspektive. Und dann geht es um eine zweite Frau, eine zweite Quest, die man dort erlebt, Johanka. Eine ganz besondere Quest, die so ein bisschen sich anlehnt an die Jungfrau von Orléans, die Geschichte. Das letzte ist sogar meine absolute Lieblingsquest geworden, kann ich gleich schon mal sagen. Also das ist unbedingt eine Empfehlung. Kann man die denn alle nach dem Ende der Hauptkampagne spielen? Also für alle, die das Spiel vielleicht sogar schon durch haben? Oder sollte man die dann im Verlauf eines laufenden Spiels versuchen anzugehen? Ja, das geht theoretisch mit allen, dass man sie am Ende spielen kann. Also es ist so, dass vor dem Abspann gewissermaßen legt das Spiel nochmal einen letzten Speicherstand an und dann kann man von dort aus im Prinzip auf alle DLC-Inhalte oder auf alle Quests zugreifen. Da muss man ein bisschen aber ausholen, weil das ist nicht bei jedem DLC meines Erachtens zu empfehlen. Kingdom Come macht das auf eine ganz besondere Art und Weise. Rollenspiele sind ja häufig so angelegt, dass oder Add-ons für Rollenspiele, dass es irgendwie am Ende nochmal die Geschichte weitererzählt vielleicht oder ein neues Gebiet erschließt mit einer ganz eigenen Geschichte, die man spielen kann. Das ist hier komplett nicht so, sondern man erlebt im Prinzip innerhalb der Spielwelt nochmal neue Quests. Charaktere werden nochmal ein bisschen ausgebaut und entfaltet. Also die DLCs sind eigentlich darauf angelegt, dass man sie während des Hauptspiels gewissermaßen miterlebt als Quests, die einem, würden sie nicht als DLC-Inhalt markiert sein, gar nicht auffallen würden, weil sie sehr, sehr gut integriert sind in das Hauptspiel. Aber man kann sie theoretisch im Prinzip auch am Ende spielen. Man sieht dann auf der Karte, wo startet ein DLC, dann geht man dorthin, spricht mit dem Charakter und dann kann man diese Geschichte erleben. Aber es gibt ein großes Aber. Bei, einem DLC würde ich es auf keinen Fall empfehlen und das ist das erste From the Ashes. Ich hatte ja erzählt, dass es dort darum geht, ein Dorf wieder aufzubauen und das ist eine langwierige Geschichte, man muss viel Geld auch investieren und
immer zu was besorgen. Und wenn man das kompakt am Ende spielt, dann fühlt sich das irgendwie gar nicht gut an. So als Spielerlebnis ist so ein bisschen grindig. Also das, wenn man das mitnehmen will, dann sollte man das gleich von Anfang an integrieren. Ab dem ersten Drittel wird es dann freigeschaltet, wenn man die Hauptgeschichte weiterspielt. Und dann ist das so angelegt, dass man eigentlich immer mal wieder während der Geschichte dort in dieses Dorf kommt und sich um die Sachen kümmern, die sich kümmert, um die Sachen, die dort anliegen. Also da, bei dem kann ich es nicht empfehlen, das am Ende zu spielen. Und eine zweite Sache sollte man noch erwähnen, bei A Woman's Lot, diese Frauengeschichte, da kommt als zusätzliches Feature noch mit hinein, dass man einen Hund bekommt als Begleiter. Und den bekommt man, wenn man diese Theresa-Geschichte, die Quest dort gespielt hat. Und da wäre es blöd, wenn man jetzt einen Hund haben möchte, das ganz am Ende zu spielen, weil der nützt einem dann am Ende nichts, weil das muss dann auch wieder aufgelevelt werden. Also wenn man auf die Sachen scharf ist, die sollte man integrieren in den Spieldurchlauf. Du hast ja schon gesagt, die Questreihe aus A Woman's Lot ist deine Lieblingsquestreihe sogar. Das heißt, den DLC würdest du auf jeden Fall empfehlen. Wie sieht's mit den anderen aus? Braucht man die unbedingt oder kann man im Zweifelsfall auch auf die verzichten? Also ich würde sagen, man braucht keines der vier DLCs unbedingt, weil das Hauptspiel ist schon richtig stark und trägt eigentlich für sich. Also das ist eine tolle Geschichte mit wahnsinnig viel Inhalt, vielen Nebenquests, mit interessanten Figuren. Aber eigentlich hat jedes DLC so seine Stärke und man kann so ein bisschen überlegen, was mag man so in Rollenspielen? Mag man eher das Kämpfen? Dann sollte man Band of Bastards vielleicht mit reinnehmen, weil das ist so ein bisschen da dominant. Mag man Hans Capone? Das kann man auch im Laufe des Spiels dann merken. Und mag man diese Art von Quest, die mit dem zusammenhängt, dann holt man sich eben das. Also man kann so ein bisschen nach Vorliebe gehen. Wichtig ist, man kann auch zum Beispiel erstmal ein Drittel spielen, zum Beispiel bis man an eine wesentliche Stelle, ich spoiler mal nichts, aber das ist ein harter Zweikampf, den man absolvieren muss und dann entfaltet sich so ein bisschen die Geschichte nochmal neu. Wenn man dorthin gekommen ist, dann kann man zum Beispiel überlegen, okay, gefällt mir das Spiel jetzt? Und dann kann man zum Beispiel an dem Punkt auch die DLCs einfach kaufen und die sind dann quasi in dem laufenden Spielstand aktivierbar und dann kann man mit den DLCs weiterspielen, da verpasst man bis zu dem Punkt sowieso nichts vom DLC-Inhalt. Also das wäre auch sozusagen eine Zwischenlösung. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du ein bisschen die Leute beneidest, die jetzt erst anfangen, Kingdom Come zu spielen und durchzuspielen. Warum? Also als es rauskam, hatte das Spiel doch so mit technischen Problemchen zu kämpfen. Es gab einige Bugs, ein paar Quest-Probleme und so weiter. Die wurden sehr fleißig von den Entwicklern im Laufe der Zeit ausgemerzt, würde ich sagen. Also es ist ja jetzt 2 Jahre, glaube ich, auf den Tag genau alt, das Spiel. Und inzwischen ist das meines Erachtens ein sehr, sehr rundes Spielerlebnis. Und vor allem, wenn man wirklich jetzt die DLCs dazu nimmt, dann hat man ein Gesamtpaket, was meines Erachtens einfach toll ist. Und ja, ich beneide sie auch deshalb, weil das Kingdom Come, das Spiel selbst, irgendwie ein einmaliges Rollenspiel ist. Ich spiele seit 25 Jahren Rollenspiel, aber ich kann mich an keins erinnern, wo dieses Spielgefühl, dieses Eintauchen in die Welt so intensiv war. Diese mittelalterliche Welt, die so ganz toll gebaut ist, ja, basierend auf realen Gegenden in Böhmen, die man auch besuchen kann. Man kann also die Ruinen der Burgen, die im Spiel sind, die kann man sich tatsächlich angucken. Also alles zusammen, die ganze Atmosphäre ist so toll, dass ich so ein bisschen neidisch bin auf diejenigen, die nochmal dieses Spielerlebnis vor sich haben und das dann auch wirklich, glaube ich, mit einem sehr runden technischen Paket. Ob man sich nun die DLCs kauft oder nicht, das Spiel selbst kann man zumindest jetzt diese Woche beim Epic Store kostenlos auf dem PC bekommen, aber es ist ja auch immer eine Frage der Zeitinvestition. Für wen würdest du sagen, für welchen Spielertyp lohnt es sich da, die bis zu über 50 Stunden reinzustecken, um das mal durchzuspielen? Also ich würde sagen, erstens Leute, die sich für Geschichte interessieren, weil das ist einmalig an diesem Spiel, dass es keinen fantastischen Hintergrund hat. Es gibt keine Magie, keine Drachen, keine Monster oder so, sondern alles spielt in einer historisch einigermaßen authentischen Welt, die versucht hat, dieses Jahr 1403 in dieser ganz konkreten Gegend in Böhmen 1:1, so wie es damals gewesen sein könnte, nachzubauen. Sie haben auch Historiker herangezogen. Also das ist schon mal ein ganz spezieller Ansatz. Also Leute, die sich gerne mit Geschichte und historischen Themen beschäftigen, sind da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und zum Zweiten sind es, ich würde mal sagen, Rollenspieler alter Schule. Denn was dieses Spiel so besonders macht, ist dann noch dieses Rollenspielsystem, was dem zugrunde liegt. Es
nimmt den Spieler nicht immer so an die Hand, indem es einem immer sagt, das ist der nächste Schritt, sondern man muss wirklich gut mitdenken und man muss vor allem, ja, man kann kreativ sein. Also die Quests sind tatsächlich, viele der Quests sind so angelegt, dass man sie auf sehr unterschiedliche Art und Weise lösen kann. Es gibt einfach immer ein Problem, zum Beispiel erkunde das Banditenlager und dann hat man ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann sich tatsächlich irgendwie nachts hineinschleichen, da muss man eben warten, bis es dunkel ist. Oder man kann versuchen, eine Wache zu töten und deren Rüstung zu nehmen und sich als einer von denen ausgeben. Und dann gibt es mehrere Optionen, was man im Lager machen kann. Und dann muss man am Ende Bericht erstatten und dann wird man gefragt, wie viele Leute sind denn dort und wie ist die geografische Situation, wenn man zum Beispiel das nicht ausgekundschaftet hat, wie viele Eingänge es gibt und so weiter, dann kann man darauf nicht vernünftig antworten. Also man muss tatsächlich vielleicht ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand diese Quest angehen und nicht so sehr spielmechanisch denken und schon gar nicht irgendwie glauben, dass einem alles vorgekaut wird. Das finde ich persönlich ganz toll, aber ja, es ist vielleicht nicht für jeden Spieler was. Stefan, dann vielen Dank für deine Einschätzung und ich würde sagen, aus deinem Munde Kingdom Come auf jeden Fall eine Empfehlung, ob nun mit den DLCs oder ohne. Unbedingt.